Hallo Leute, willkommen bei Raft. Dies ist Teil 20 und jetzt gehen wir tauchen und ich bin schon ganz aufgeregt. Also sie hat den Haiköder in der Hand, den werfen wir jetzt weg. Okay, gut, der hält den Hai eine Weile beschäftigt. So, und dann nehmen wir, bevor wir da reinspringen, gleich mal diesen Haken in der Hand. Die Hand, da wäre der bessere Haken natürlich besser. Tauchen, tauchen. Gibt es da was abzuernten? Hier gibt es was. Schrott. Ja, sammel mal. Okay, hier auch. Sehr gut. Ich glaube, das ist Sand. Das braucht man. Jetzt wird der Sauerstoff schon rot. Und dies hier sieht gut aus. Mal gucken, was das ist. Stein. Ah, jetzt gehen wir mal wieder hoch. Holen ein bisschen Luft. Na, wie weit ist denn das? Okay. Oi, 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 oi. Und jetzt gehen wir wieder runter. Es müsste eigentlich für 3 Tauchgänge reichen. Hier holst du dir noch das da. Okay. Damit können wir erstmal nicht so viel anfangen. Aber ich glaube, den Lehm, den brauchen wir, um so einen Schmelzofen zu bauen. Okay. Jetzt müssen wir wieder hoch. Okay, Luft holen und nochmal runter. Da gibt es noch Schrott. Gut. Und hier offenbar noch Sand. Also Sand und Lehm ist gut, weil das kriegt man nirgendwo anders. Hier noch eins und dann müssen wir wieder hoch. Und dann war es das auch schon. So. Okay, und jetzt aufs Floß. Uiuiui, das hat geklappt. Oh, bin schon ganz froh. Gut, jetzt gucken wir mal unsere Beute an. Das sieht doch ganz gut aus. Wo ist denn der Lehm? Ah, der ist hier. Ich denke mal, wir angeln jetzt einfach nochmal. Angelroute, wo ist sie? Da haben wir die neue Angelroute. Und machen das dann einfach nochmal. So. Wenn wir den nächsten Haiköder haben. Ah, wir können auch mal gucken. Naja, der Hai ist offenbar nicht mehr mit dem Köder beschäftigt, sonst würde der hier so rumtoben. Wir sind also gerade rechtzeitig wieder aufgetaucht. Ohne vom Hai angeknabbert zu werden. Super gut. Ah, und Hering ist die richtige Sorte. Das ist gut. Noch so einen und dann können wir das gleiche nochmal machen. Ja. Seebrasse reicht, glaube ich, auch. Jetzt gucken wir. Haiköder, jawohl. Ich bin begeistert. Okay. Also. Konzentrieren. Rauswerfen. Rüberrennen. Dann Haken in die Hand nehmen, rechtzeitig. Und tauchen gehen. So. Da holen wir uns noch Schrott ab. Oder müssen wir noch tiefer? Ja. Okay. Hier gibt es noch Sand. Oh, oder das war sogar Lehm. Steine kriegt man ja auch in den Kisten. So. Und jetzt aber schnell wieder hoch. So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ja. Okay, und jetzt tauchen wir nochmal unter. Ah, hier holen wir uns jetzt mal Steine. Ich mache mal einen Screenshot. Okay. Wenn man noch tiefer taucht, findet man da oft noch mal eine Hütte. Aber das ist was für spätere Zeiten. Oh, hier, das musst du noch mitnehmen. Daraus kann man dann so einen Kleber machen. Okay. Und jetzt gehen wir noch ein drittes Mal runter.
Den Haifisch sehe ich jetzt gerade nicht. Ich hoffe, er ist noch beschäftigt. Seetang auf. Er ist nicht mehr beschäftigt, also wieder hoch. So, klasse, springen. Okay, es ist mit einem Biss abgegangen. Ich würde sagen, das war auch ein Erfolg, wenn auch nicht ganz so gut wie das erste. Puh. Schauen wir mal, was wir hier haben. Sehr viel Lehm haben wir jetzt. Okay, Sand nur 2, aber sehr viel Lehm. Und ein... Wie heißt das? Seetang. Da kriegen wir hoffentlich beim nächsten Mal noch mehr. Den müssen wir dann auch zum Erforschen nehmen. Uiuiuiui. Aber immerhin, wir sind getaucht. Wir sind getaucht. Und es hat relativ gut geklappt. Jetzt erforsche ich mal den Seetang. Okay, da können wir Flossen mitmachen und ja, alles Mögliche können wir damit machen. Den brauchen wir auch für die Hängematte. Wofür denn das? Nee. Eine Feder brauchen wir für die Hängematte. Das heißt, wir müssen es schaffen, so ein... so ein Vogel mal zu verdingsen. Sand funktioniert hier nicht. Ja, Lehm auch nicht. Fragt sich warum. Vielleicht irgendwie gibt... Oder vielleicht ist das Rezept schon da. Weil man muss irgendwie aus Lehm und Sand muss man dann Ziegel machen. Die muss man trocknen lassen. Und dann kann man so ein Schmelzgerät bauen. Ich gucke hier mal, ob ich da irgendwie was zu finde. Nasser Ziegel. Ja, da ist es ja. Nasser Ziegel. Super, können wir machen. Wenigstens einen. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt isst er mal nach der Anstrengung. So. Und den Ziegel, den legen wir... War da wieder der Vogel? Ach, der Hai schon wieder. Der kann mich mal. So, den nassen Ziegel legen wir jetzt mal hier hin. Der wird dann nach einer Weile zum trockenen Ziegel. Und bei der nächsten Insel müssen wir halt noch mehr Sand sammeln. Und irgendwann kriegen wir einen Schmelzofen. Ich denke mal, wir fahren jetzt weiter. So. Jawohl. Dem Sonnenuntergang entgegen. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir noch neue Anker bauen können. Das ist, glaube ich, hier. Ja. Okay. Weil das ist ja gut, den immer bereit zu haben. Ich denke mal, ich sollte mindestens 2 Anker immer im Inventar haben, damit ich den schnell... Und einen sollte ich vorplatzieren. In Siegelnähe. Ja. Dann mache ich mir dann auch hier so ein Loch mit Geländer drum, nur dort, wo der Anker steht, nicht. Wie viele Planken habe ich denn? Wenig. Also dieses exotische Material bringe ich dann gleich mal hoch. Sprich den restlichen Lehm. War das hier? Da sind Steine. Naja, das würde passen, aber... Nein. Das ist exotisches Material. Oh, da sind auch Steine. Die räumen wir mal hier weg und packen hier dann Steine und Lehm rein. So. Ja, dann ist unser Inventar auch wieder bereit, jede Menge Zeug aufzunehmen. Und diese Axt, die schmeiße ich mal weg, weil die ist jetzt wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. Gut. Dann machen wir vielleicht mal unser Erntegeschäft. Und wenn wieder gut... Durst. Ja. Okay. Nee, erstmal trinken.
Ja, siehste, ist doch gut. Wie gut, dass immer Wasser bereit steht. Jetzt. Oder erstmal machen wir das Grillgeschäft und dann das Erntegeschäft, weil dann kann man zwei Grillrunden machen. So. Okay. Na, bisschen näher. Ah, oh, keine Kartoffeln mehr. Na gut. Das ist ein merkwürdiges Geräusch. Ob das entsteht, wenn hier das Material reinfällt? Sehr merkwürdig. Ist es jetzt weg? Nee. Nun ja. Ist eigentlich auch nicht so wichtig. So, jetzt mache ich hier mal das Anbaugeschäft. So, wunderbar. Und jetzt werden die alle gegossen. Die Fackel steht ja schon bedrohlich nahe bei den Pflanztöpfen aus Holz, aber ich glaube, das macht in dem Spiel nichts aus. Ah, ich habe es in das Falsche gegossen. Gut, jetzt muss ich es hier reingießen. Okay. So, und noch einmal. So. Und ich guck mal, was habe ich für Material? Ach, nur so einen blöden Plan habe ich gekriegt. Den schmeißen wir hier gleich mal über Bord. Oi. Ach, dran vorbei. Jawohl. Der bessere Haken, den kann man auch weiter werfen. Und er ist sehr viel schneller und das ist vor allem unter Wasser sehr gut. Aber da muss ich noch Inseln besuchen oder auf Flöße springen. Was mich besonders graust. Und dann dem Hai entkommen, der hier schon wieder ordentlich weggefressen hat. Da braucht man im Prinzip immer mindestens so eine Reihe in Reserve, die der Hai wegfressen kann. Und wenn man sich eine Weile nicht um die Reparatur kümmern kann, dann ist so ein Floß schon ganz schön angenagt. Hier haben wir gleich zwei Stellen. Und dort. Ach, jetzt fehlt schon wieder Kunststoff. Aber ich denke mal, wir kriegen schnell wieder genug Material zusammen. Ah, hier. Wieder so ein Bauplan. Aber ansonsten, naja, drei Kunststoff reicht jetzt noch nicht sehr weit. Und du hast schon wieder Hunger. Okay. Jetzt gehen wir hier mal weiter mit dem Reparieren. Das hätte ich jetzt auch schnappen können. Na gut, Reaktion wie eine Schlaftablette. Ja, schnapp dir doch die Sachen. Naja, im Dunkeln ist es noch schwieriger. Gute Ausrede. So.
Ah, ich wollte ja noch eine Grillrunde machen. Da fehlen die Planken. Gut, und da fehlte die Kartoffeln. Die können wir ernten. Gut. So. Das wird schon angenehmer, wenn ich dieses hier alles in einer Reihe habe. Und das Floß ist jetzt so breit, da kann man das echt machen. Aber es muss erstmal wieder ordentlich Basismaterial reinkommen. Es sei denn, ich hole was aus dem Vorratslager. Ja, da fahren ganz schön viele Tonnen fahren weg. Oder kommen die auf uns zu? Die kommen auf uns zu. Na, dann werden die auch in unserem Floß landen. Hoffentlich. Dann könnte ich hier vielleicht mal den Anker bauen. So. Das gucke ich mir mal in Ruhe an. Also, ich denke mal, ein Ding sollte ich freilassen neben dem Segel. Oder am besten wären zwei. Damit ich da auch daneben das Segel hüpfen kann, um zu gucken. Dann machen wir dieses hier jetzt mal weg. Okay. Und jetzt kommt das Seilgeländer hin. Da fehlt mir Seil. Geht's noch? So, jetzt muss es reichen. Und ich mache hier das Geländer so. Und dieses lasse ich offen. So, wo haben wir jetzt den Anker? 8. Den. So, dann steht der immer schön bereit. Und der andere kommt hier ins Inventar. Ja. Dann kann man hier nicht so einfach reinfallen. Ich bin da ja schon mal reingefallen, als ich das so als Loch hatte. Und trotzdem hat man hier eine Öffnung, wo man den Anker reinwerfen kann. Und irgendwann werde ich vielleicht auch das Segel mal ein bisschen vom Haus wegmachen. Aber das hat jetzt keine hohe Priorität, würde ich sagen. Lauf mal dahin. Bestimmt bist du wieder zu spät, ja. Bestenfalls pünktlich zum Reparieren. So. Ja, da ist ein schönes Fass gelandet. Okay. Jetzt frage ich mich, wie weit will ich das vorne noch so aus voll bauen? Also, dass diese Ecken weg sind. Ich habe dann erstmal ein ganz viereckiges Floß und will dann möglichst vielleicht in die vorletzte Reihe diese Netze einbauen. Auf der ganzen Breite. So. Ja, es wäre vielleicht schon noch schön eine Reihe weiter. So. Geht's noch? Okay. Jetzt haben wir kein Material mehr. Dann sammle ich nochmal eine Runde. 30% Gesundheit. Was ist 30% Gesundheit? Auf jeden Fall ist er gleich wieder durstig, meine Liebe. Woher kam jetzt diese Info plötzlich mit der 30% Gesundheit? Die Rüben kannst du mal roh essen. Und Wasser nachfüllen.
So. Jetzt. Ich meine, der rote Balken ist voll aufgefüllt. Das ist ja schon mal gut. So. Jetzt haben wir genug Material, um auszubauen. Und ich tue dieses Palmblatt mal hier hin. Die Dinger schmeiße ich weg. Und ich produziere ein paar Seile. Okay. Kartoffeln kann man hier hinpacken. Kann ich auch gleich wieder einsammeln. So. Fangen wir einfach mal hier links an. So. Und machen das zu. Und hier auch. Gut. Und jetzt gehen wir hier weiter vorne hin. Und hämmern das weg. Und setzen das Netz rein. Und hier machen wir es genauso. Ich finde das sehr fair, dass man diese Netze wiederverwenden kann. Und jetzt machen wir hier das gleiche Spielchen. Okay. So, einsammeln, wegmachen. Können wir gleich alle drei machen. So. Okay. 7. Und gut. Das läuft doch wie geschmiert. Okay. Und um die anderen davor zu holen, muss ich hier dann erstmal alles auffüllen. Da gucke ich mal einfach, wie weit ich so komme mit dem aktuellen Material. Schon verbraucht. Oh, eine Insel haben wir verpasst. Naja, wir nehmen die nächste. So. So. Ja, und ich denke mal, wir können dann schon auch... Hier sagt er immer das mit der Gesundheit. 30% Gesundheit. Was ist denn das wohl? Sagt er das an anderen Stellen auch? Nee, nur hier. Sehr merkwürdig. Mysteriös. So. Und dann werde ich hier hinter diese Seilgeländer spannen, auch wieder mit Lücken, und dass man auf das Äußerste dann sich drauf retten kann, und dann geht man halt gemütlich durch eine der Lücken. So ist mein Plan. Ja, jetzt müssen wir anscheinend erstmal warten. Und die Folge ist sowieso schon wieder lang genug. Ich werde also dann zwischen den Folgen noch eine Runde gärtnern und grillen und so und nochmal absammeln. Und dann machen wir die nächste Folge und schauen, wie weit wir mit dem Ausbau kommen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!